Und was wir hier sehen im New England Journal, zu meinem Erstaunen, das ist eine Nierenbiopsie. Es geht um einen 79-jährigen Mann, den hat man eine Aortenklappe eingebaut mit einem Katheterverfahren und danach hat er Anstieg im Kreatininspiegel entwickelt. Und wir gucken uns diese Biopsie an und da sind eigentlich nur vier Bestandteile. Es gibt die Glomerula, das ist dieses Ding hier, das ist der Filterapparat. Dann gibt es die Tubuli und dann gibt es die Gefäßei und dann gibt es alles andere und das nennen wir das Interstitium. Und davon wollen wir eigentlich nur wenig haben, genug, um die Niere zusammenzuhalten. Die Tubuli hier sehen eigentlich nicht schlecht aus. Dieses Glomerulum sieht hier, ich würde sagen, ein bisschen ischämisch, sieht halt krank aus, aber dieses Gefäß ist zu. Und was wir hier sehen, hier sind diese komischen Klüften hier in diesem Gefäß und das hat zu tun mit Cholesterin, das während der Fixierung hier dann aufgelöst wird und das hinterlässt dann diese, nicht? Also das Xylol löst dieses Fett auf und so sieht das so aus. Also das ist die richtige Diagnose, das ist Cholesterinembolisierung. Das haben wir häufig gesehen, dieses ein Beispiel, solche Beispiele hatten wir aber auch und das ist bekannt. Calciumoxalatkristalle sollten eigentlich innerhalb tubuläre Lumina sein, wie hier gezeigt, und mit starken Doppelbrechungen kann man die dann deutlicher sehen. Das war hier nicht der Fall. Akute Tubulusnekrose, hier sind die Tubuli alle atrophisch und hier sehen wir schon eine Vermehrung des Interstitiums bei diesem Patienten, der akutes Nierenversagen hat. Cryoglobulinämie, dies ist eine lobuläre Glomerulonephritis, das Gefäßmaterial füllt die in gesamte Bowmannsche Kapsel. Zellvermehrung ist nicht so eindeutig, keine Halbmondbildung, aber Cryoglobuline, das sieht dann so aus. Und hier ist wieder ein Beispiel, wo Cholesterinbestandteile durch das Xylol hier aufgelöst sind in einem größeren Gefäß, das vielleicht zu einem kleinen Niereninfarkt führen würde. Das sehen wir auch bei Cholesterinembolien und hier Anstieg in Kreatininspiegel bei diesem Patienten. Erste Phänomen, es geht um eine kurze Redaktion im New England Journal. In Amerika seit der Entscheidung des höchsten Gerichts Roe versus Wade ist die Schwangerschaftsabbruchregelung eigentlich in den USA eigentlich gar nicht so unterschiedlich von der in Deutschland. Also Schwangerschaftsabbrüche sind unter manchen Kriterien erlaubt, aber dieses Recht wird jetzt rückwirkend gemacht durch Politik in individuellen Bundesstaaten. Und die hier rot markiert sind, sind im Prinzip die US-Bundesstaaten, wo Roe versus Wade nicht mehr geachtet wird. Und in Alabama zum Beispiel gibt es gar keine Schwangerschaftsabbrüche mehr, als wäre das Saudi-Arabien. Nun, das betrifft natürlich die ärmeren Menschen. Und nicht die Reichen, nämlich die Wohlhabenderen können irgendwo in eine blaue Gegend hier hinfliegen und diese Sachen regeln. Aber dies betrifft die Ärmeren, den ärmeren Teil der Bevölkerung. Und das wird natürlich nicht in dieser Redaktion hier kommentiert, aber das wird vorangetrieben bei unterschiedlichen religiösen Strömungen in den USA, die unbedingt den Schwangerschaftsabbruch rückläufig machen wollen. Und es ist in der Tat wahrscheinlich, dass das jetzige höchste Gericht dieses Recht entziehen wird, weil ich werde jetzt nicht darauf eingehen, Sie können das selber lesen. Jetzt das nächste Krankheitsbild, das wir besprechen wollen, wurde beschrieben, die Erstbeschreibung von diesem genialen Kliniker,
Der hat so ungefähr im 50. Lebensjahr zwei Papers publiziert, die ziemlich bahnbrechend waren in JMA. Und ein Paper war die Beschreibung der Sichelzellanämie. Und diese Sichelzellanämie hat er an einer seiner Medizinstudenten aus Grenada festgestellt und das klinisch beschrieben. Dann zwei Jahre danach hat er den Myokardinfarkt beschrieben. Er hat feststellen können, dass es hier darum geht, dass eine Koronarthrombose stattfindet und das nicht unbedingt ein Todesurteil ist, dass Patienten dies tatsächlich auch überleben können, und hat erkannt, dass das Elektrokardiogramm, und vor dem Ersten Weltkrieg waren das ziemlich einfache Geräte, nicht sehr eindeutig, aber er hat das vorgeschlagen, dass man dies elektrokardiografisch diagnostizieren könnte. Also hier wieder mal die Sichelzellanämie. Und Leute, die homozygot sind für Hämoglobin S, die an der Beta-Kette diesen Austausch haben an der fünften Aminosäure, wo ein Glutamin für ein Valin ausgetauscht wird, die können diese Polymere entwickeln, wenn dieses Hämoglobin nicht mit Sauerstoff gesättigt ist. Und diese Polymere sind dann grafisch so dargestellt. Wir haben früher diese Abstriche selber machen müssen, und was wir gemacht haben, ist, wir haben das Deckgläschen dann mit Petrolatum zugemacht, so dass die Zellen ischämisch werden, und nach einer halben Stunde oder so sind die Mehrzahl der Zellen gesichelt bei Patienten, die homozygot sind für Sichelzellanämie. Sichelzellanämie kann effektiv verbessert werden, nicht geheilt, aber verbessert durch die Verordnung von Hydroxycarbamid. Und Hydroxycarbamid hemmt die Ribonukleotidreduktase. Ich glaube, es ist eigentlich ein Alkylator. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Was dann passiert, ist, diese schnell vermehrenden Zellen werden dann gebremst und es wird mehr Hämoglobin F produziert, was nicht diese Polymere bildet. Jetzt, dieses Hämoglobin F hat eine ungünstige Sauerstoffsättigungskurve, aber es ist besser als homozygot Hämoglobin S. Jetzt besteht eine andere Möglichkeit. Es gibt jetzt Voxelotor, und Voxelotor ist ein kleines Molekül, das diese Polymerbildung bremst, weil es an das Hämoglobin S bindet, sodass Polymere sich nicht bindet, auch wenn das Hämoglobin nicht perfekt gesättigt ist. Und in dieser Studie wurden Patienten mit homozygot Hämoglobin S randomisiert zu Voxelotor oder Placebo, Voxelotor in zwei unterschiedlichen Dosierungen, in der Hoffnung, dass Hämoglobinspiegel ansteigen würde, dass Retikulozytose herabgesetzt sein würde und dass vielleicht sogar, dass diese vasookklusive Episoden, die diese Patienten entwickeln, weniger auftauchen würde. Also hier sind die Patienten und hier ist die hochdosierte Voxelotor-Gruppe und die 900-Milligramm-Gruppe und hier ist Placebo. Und 60% von diesen Patienten sind auch behandelt worden mit Hydroxycarbamid. Und was wir hier erkennen können, ist, in der Placebo-Gruppe rauf und runter nichts passiert. HB-Spiegel haben sich nicht geändert, aber in der Voxelotor-Gruppe ist tatsächlich HB bei der höheren dosierten Gruppe 1,5 Gramm pro Deziliter angestiegen. In der niedrigeren Dosierung war der Anstieg nicht ganz so ausgeprägt, aber Sachen sind besser geworden. Und tatsächlich, HB ist gestiegen, indirektes Bilirubin ist ein bisschen abgefallen, Retikulozytenzahl ist auch ein bisschen abgefallen, LDH-Spiegel sind auch ein bisschen abgefallen, und das alles war ziemlich erfreulich. Was leider nicht passiert ist, in dieser relativ kleinen Studie sind ja weniger als 100 Patienten in den jeweiligen Gruppen, die vasookklusive Krisen waren nicht weniger. Aber die Beobachtungszeit war relativ kurz und vielleicht, also es ist eine versprechende Studie, vielleicht kann man diesen Patienten mit Sichelzellanämie etwas Besseres anbieten.
da die HB-Spiegel entsprechend gestiegen sind und dass diese indirekten Bilirubinspiegel, diese Marker der Hämolyse herabgesetzt wurden. Nächstes Thema. Epidemiologische Studien, die manchmal auch einen in die Irre führen, deuten darauf hin, dass Leute mit niedrigem Vitamin D-Spiegel vielleicht ein erhöhtes Risiko haben, um Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Wenn das der Fall wäre, dann sollte man doch Leute, die hier ein Risiko haben, um Diabetes Typ 2 zu entwickeln, alle mit Vitamin D beschütten. Kostet nicht sehr viel, wenn man die billigen Präparate ansendet und würde wahrscheinlich keinen Schaden auslösen. Das war so die Hypothese. Das ist hier gemacht worden an Tausenden von Menschen. Und was wir hier sehen, ist, es hat nicht geholfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man diabetesfrei bleibt in einem Zeitverlauf von 54 Monaten, war nicht besser in der Vitamin D-Gruppe im Vergleich zu der Placebo-Gruppe. Also das war leider ein Schuss im Ofen. Hier dies ist alles nicht statistisch signifikant, weil das Streubreite hier ziemlich ausgeprägt ist. Vielleicht, wenn man ein Auge zumacht, aber hilft alles nicht. Statistisch hat es nicht funktioniert. Und diese Hypothese war so beliebt, dass man die Norweger haben das auch gemacht. Die haben auch nichts gefunden. Und die Japaner haben es auch gemacht und haben nichts gefunden. Und die Aussagekraft von dieser Studie, man hätte einen 25% Effekt erkennen können, aber das war nicht möglich. So Vitamin D wird Typ 2 Diabetes nicht verändern. Nächstes Thema ist ziemlich kompliziert. Es geht um eine genetische Form der Hyperlipoproteinämie. Von der Sorte kennen wir fünf. Und es geht hier um Patienten, die massive Mengen an die Kilomikronen in massiven Mengen haben. Und Kilomikronen sind diese riesigen Fettkugeln, die werden im Dünndarm produziert und dann freigesetzt. Und die Kilomikronen, die voll sind mit Triglyceride und aber auch Cholesterin, die werden dann zerspalten durch die Lipoproteinlipase, die sich in der Gefäßwand befindet. Und die Lipoproteinlipase schneidet diese riesigen Fettkugeln in kleinere Fettkugeln wie VLDL, Very Low Density Lipoproteins, oder auch in LDL, die dann in der Leber weiter bearbeitet werden. Jetzt, wenn man eine Mutation hat in der Lipoproteinlipase, dann ist man schlecht dran, nämlich dann werden diese Chylomikronen nicht bearbeitet. Und das ist blöd, weil man dann ein Risiko hat, erhöhtes Herzinfarktrisiko, ja, aber die befürchtete Komplikation ist eine akute hämorrhagische Pankreatitis. Und das will man echt nicht haben. Jetzt die Leute mit diesen LPL-Mutationen kriegen tatsächlich Symptome, aber die sind relativ klein und sehen so aus. Also hier ist die Lipoproteinlipase an der Gefäßwand. Hier ist eine riesige Fettkugel und bearbeitet dann diese Fettkugeln und zerschneidet sie in kleineren Fettkügelchen, die dann weiter bearbeitet werden. Für die Leute, die eine LPL haben, die gut funktioniert. Nun, wenn dies nicht funktioniert, bleibt man mit diesen Fettkugeln stecken. Das heißt, dass nach jeder Mahlzeit ist das Serum ist dann trübe. Und dies haben wir früher den Kühlschranktest genannt. Und das sieht man, wenn Triglyceridspiegel besonders hoch sind. Man kann auch ein Agarose-Gel präparieren, um das ein bisschen raffinierter zu definieren. Und Pankreatitis ist die befürchtete Komplikation. Nun stellt sich heraus, dass diese Lipoproteinlipase wird beeinflusst von einem Apolipoprotein. Und die werden auf dieser Oberfläche von diesen Fettkugeln exprimiert. Und es geht hier um das Apolipoprotein C3, das die LPL bremst, so heißt es. Macht auch andere komplizierte Sachen. Aber der Gedanke hier ist, wenn wir Apolipoprotein C3 runterregulieren,
dann ist die Funktion von der Lipoproteinlipase, das bisschen, das noch da ist, mehr ausgeprägt und vielleicht würde das die Triglyceridspiegel bei diesen Patienten senken. Das war die Hypothese. So, was machen wir dann? Na, wir konstruieren dann ein Antisense-Oligonukleotid und das geben wir einen anspruchsvollen Namen. Volanesorsen, kann es gar nicht aussprechen, Volanesorsen. Und Volanesorsen soll doch bitte schön dieses ApoC3 runterregulieren und dann hoffen wir, dass die Triglyceridspiegel da niedriger sind und dass die Leute keine Pankreatitis kriegen. Ziemlich kompliziert. Das ist auch gemacht worden. Jetzt, diese Patienten sind nicht häufig und die meisten haben LPL-Mutationen, aber es gibt auch ein paar andere Mutationen, die einen ähnlichen Phänotyp produzieren. Die sind dann hier weniger. Und diese Patienten hier mit diesen Mutationen haben dann alle ein Antisense-Oligonukleotid gekriegt, um ApoC3 runterzuregulieren. Und das der ganze Theater spielte sich über 3 Monaten ab. Tatsächlich stürzen dann diese ApoC3-Spiegel 84% runterreguliert durch dieses Antisense-Molekül. Nicht schlecht. Es muss aber leider gespritzt werden. Das tut ein bisschen weh und macht auch Nebeneffekte. Und die Triglyceridspiegel bei diesen Patienten sind 77% auch gesunken. Das ist nicht schlecht. Also hier ist ApoC3, Bums, 83% runterreguliert. Und Triglyceridspiegel 73% und bleibt runter mit der Ausnahme von ein paar Patienten, die die Therapie anscheinend abgesetzt haben aus unterschiedlichen Gründen und deren Triglyceridspiegel steigen dann wieder. Und dieses Intention to Treat Auswertung, darum sehen wir hier auch einen kleinen Anstieg. Also das sieht schon nicht schlecht aus. Und Prozentunterschied hier und wenn Sie das unbedingt in Milligramm pro Deziliter ausgedrückt haben wollen, also eine Reduktion von 1,7 Gramm pro Deziliter, nicht schlecht. Aber erstens tat es den Leuten weh und zweitens sind bei ziemlich großer Anzahl der Patienten sind die Plättchenspiegel abgestürzt und bei ein paar Patienten war dies ziemlich ausgeprägt, sodass die Plättchenzahl weniger als 25.000 war. Da wurde das Präparat dann abgesetzt. Ein paar von diesen Patienten haben auch Methylprednisolon gekriegt und oder irgendwelche Immunglobuline, schien da keinen großen Unterschied zu machen. Also das trat tatsächlich auf. Man weiß nicht genau, warum. Und die in dieser kleinen Studie hat man natürlich keinen Einfluss auf vaskuläre Schädigungen gesehen. Und akute Pankreatitis bei 30 Patienten in dieser kurzen Beobachtungszeit ist Gott sei Dank nicht aufgetreten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Triglyceridspiegel 70% gesenkt werden in dieser bei dieser Krankheit, dass vielleicht Pankreatitis weniger auftaucht. Das wäre die Hoffnung. Dann die nächste Arbeit, die ich vorstelle, kommt eigentlich aus British Medical Journal. Und es geht um die Whitehall-Kohorte. Whitehall ist eine Straße in London und diese Straße läuft durch das Regierungsviertel und die Leute, die da arbeiten, sind alles Beamte oder Bürokraten. Und seit dem Zweiten Weltkrieg hat man diese Bürokraten alle in irgendwelchen epidemiologischen Studien eingeschlossen. Die haben da keine andere Wahl. Wollen sie mitmachen? Nö. Na dann bist du gewisse gefeuert. Also die machen alle mit. Downing Street, da wohnt der Premierminister. Der ist nicht so ein gewöhnlicher Beamter und der ist nicht auf der Whitehall Street. Also das ist die Whitehall Study. Und diese Whitehall Study das läuft ja seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Leute sind jetzt in meinem Alter, die da rekrutiert worden sind. Da kann man sie dann auch gucken, wie ihre kognitive Funktion ist. Und was die Fragestellung hier war, sind akute Probleme, haben die einen negativen Einfluss auf Kognition? Kann man sich ja vorstellen. Und wenn man jetzt eine große Operation unterzogen wird, wie Bypass-Operation oder Hüftersatz oder
Thoraxchirurgie oder alles Mögliche, könnte das die Kognition vielleicht nicht gerade jetzt verbessern. Oder wenn man einen akuten Herzinfarkt hat oder Gottes Willen einen Schlaganfall, ähnliches. So hat man diese Whitehall-Beamten hier untersucht und viele werden operiert, die älter sind. Hier ist Alter und das ist so eine glockenförmige Verteilung. Und viele haben auch irgendein internistisches Problem, Herzinfarkt, Schlaganfall etc. Ungefähr gleiche Kohortengröße haben beides. Und dann die Beobachtungszeit, was ihre kognitive Funktion anbelangt, ist auch in beiden Gruppen ähnlich. Leben natürlich relativ wenige, 20 Jahre lang nach so einem Ereignis. Das wird hier auch gezeigt. Also die Leute im Durchschnitt von den Ereignissen waren 55 Jahre alt und die haben natürlich Diabetes und sind Raucher und alles andere ist hier in dieser Tabelle gezeigt. Hier die blaue Linie ist, was mit uns, falls wir englische Beamten sind, passiert nach dem 60. Lebensjahr. Merke ich am eigenen Körper, Sachen werden halt nicht besser. Und wenn man 75 ist, ist da eine gewisse kognitive Verminderung schon zu sehen. Und wenn man jetzt einen Schlaganfall hat, ist es eine Katastrophe, nämlich dann hat man einen erheblichen kognitiven Defizit. Aber eigentlich mit den internistischen Problemen sieht das so aus. Und bei den chirurgischen ist es eigentlich am wenigsten wahrscheinlich, weil der Eingriff dann trotzdem irgendwie kontrolliert ist, die Schwergradigkeit, oder man hat da einen Einfluss drauf. Und unterm Strich, wenn man jetzt eine große Operation unterzogen wird, hat man 5 Monate, ist man auf einmal 5 Monate verältert. Aber wenn man einen Schlaganfall hat, dann ist es 10 Jahre, ist man verältert. Das wollen wir nicht haben. Und also internistische Ereignisse haben eine schlimmeren Effekt auf älter werden als die chirurgischen Eingriffe und die halten sich in Grenzen. Ich dachte, das würde einen interessieren. Jetzt meistens zeige ich die Autoren nicht, hier ist eine Ausnahme. Die Übersichtsarbeit ist von Hartmut Neumann und Hartmut Neumann arbeitet in Freiburg und der hat sein ganzes Leben, seine ganze Karriere diesem Krankheitsbild hier gewidmet und hat wundervolle Sachen gemacht. Und dieses Review, hier geht es um Pheochromozytom. Und Hartmut Neumann hat die sämtlichen genetischen Formen von Pheochromozytom hier aufgearbeitet. Auch sogar der erste Fall von Pheochromozytom wurde beschrieben von Max Schotelius, Pathologe aus Freiburg. 18-jährige Frau ist von Pheochromozytom gestorben und bei der Autopsie hatte sie bilaterale Nierenmarktumoren. Und Hartmut Neumann, 100 Jahre später, konnte feststellen, dass dies ein MEN-Typ 2 genetischer Defekt im Rettproto-Onkogen war. Also, was sich geändert hat in diesem Krankheitsbild, insbesondere in den letzten 20 Jahren oder so, das erste ist, dass wir biochemische Methoden haben, um die Diagnose festzustellen. Metanephrine und Normetanephrine, und die sind fantastisch. Die haben eine Sensitivität und Spezifizität weit über 95%. Und dann das zweite ist Bildgebung. Als ich Assistent war, haben wir diesen armen Menschen hier mit Kathetern bearbeitet, haben den Glucagon gespritzt, alles Mögliche, um diese Dinger zu finden. Und heutzutage haben wir diese wundervolle Bildgebung, um zu finden, sind sie wirklich im Nebennierenmark oder liegen sie irgendwo anders? An der Sympathikuskette geht es hier um Paragangliome etc. etc. Und eine ganze Reihe von unterschiedlichen Genmutationen, Keimbahnmutationen sind jetzt aufgearbeitet worden, die zu Pheochromozytomen führen. Und die haben natürlich unterschiedliche Prognosen und unterschiedliche Phänotypen, Krankheitsbilder, wie das aussieht und werden auch unterschiedliche Behandlungen dann unterzogen, um das beste Ergebnis für diese Patienten zu erzeugen. Und die Keimbahnmutationen von Hippel-Lindau-Syndrom, Neurofibromatose, MEN2, Paragangliome, gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Sachen, unterschiedlichen Untereinheiten von
Succinyldehydrogenase und dann ein paar neue Sachen. Aber diese Sachen sind alle autosomal dominant. Und das hat natürlich eine große Bedeutung für die Verwandten. Und wo sie liegen und ob sie vielleicht auch im Hals liegen oder anderswo und ob sie multiple sind und ob sie maligne sind und wie man die klinisch angehen sollte. Und Hartmut Neumann deutet darauf hin, dass man vorsichtig, konservativ beobachten, alles mit der Ruhe, wie man diese Leute am besten behandelt. Wunderschönes Review über dieses komplizierte Krankheitsbild. Und mit schönen Bildern und wie man diese Leute wenig invasiv schonende Operationen unterziehen sollte. Also diese Tumoren sind nicht häufig, 40%, aber hier geht es um Keimbahnmutationen. Und wir haben jetzt genetische Möglichkeiten, um eine genaue Diagnose festzustellen. Jetzt bei der Bildgebung kann man die Menschen halt mit einem Querschnitt, mit einem Koronalschnitt oder einem Sagittalschnitt untersuchen. Und hier ist ein Beispiel. Weiß nicht genau, wie das gemacht worden ist, aber was wir hier sehen, hier ist eine Leber und hier ist diese riesige Milz. Und es geht hier nicht um, ich hätte es lieber, es wäre um die viszerale Leishmaniasis hier gegangen, aber es geht hier um eine T-Zell-Leukämie. Und dann hätte ich mich auch interessiert zu wissen, ob dies hier um dieses HTLV-1-Retrovirus geht. Das wurde hier aber nicht beschrieben. Dann, der Fall im New England Journal, geht es wieder mal um diese 39-jährige Frau, haben wir vor ein paar Wochen schon angeguckt, die dieses zyklische Erbrechungssyndrom hat. Und jedes Mal, wenn ihr Urin untersucht wird nach dem Wasserlassen, ist Kokain drin oder sind Amphetamine drin oder Oxycodon oder Cannabis, alles Mögliche. Und dann war diese große Palette an Laborwerten hier und ich habe das nur überflogen. Ich habe nicht gemerkt, dass TSH hier wurde nicht angegeben. Wurde aber wahrscheinlich gemessen. Aber das wird uns verheimlicht. Also ich bin ein bisschen Bach runtergegangen, hat mich ziemlich irritiert. Dann, Sie werden sich erinnern, diese Frau kriegt dann eine supraventrikuläre Tachykardie mit einer Herzfrequenz über 200. Bisschen Adenosin gespritzt und dann geht das weg. Und dann ist sie wieder hier im Sinusrhythmus. Jetzt bei der körperlichen Untersuchung, sie hat einen starren Blick. Hilft mir nicht allzu sehr. Es gibt ja 5 andere Augenveränderungen bei Hyperthyroidismus, bei Morbus Basedow. Über die wird nicht berichtet. Was uns auch nicht erzählt wird, ist, wie ihr Hals aussah. Aber den kann man ja eigentlich mit einem nackten Auge irgendwie beurteilen. Da muss man nicht groß rumtasten an der Schilddrüse. Man kann den Patienten oder Patientinnen auch ein Glas Wasser anbieten. Teures Mineralwasser funktioniert am besten. Nehmen Sie doch ein Schlückchen hier. Und da kann man die Schilddrüse ziemlich gut beobachten. Das wurde auch nicht gemacht. Man kann auch nach Reflexen fahnden und gucken, ob die Leute einen Klonus haben oder nicht. Wurde alles nicht berichtet. Geht aber weiter. Es gab noch diese Bildgebung. Anscheinend war sie still genug für diese Bildgebung. Hat ein paar Nierensteinchen. Kriegt hier lauter Präparate, Fentanyl, Ondansetron, alles Mögliche. Und dann wurden wir gefragt, was er hat. Ich hatte getippt auf das Serotonin-Syndrom. So bin ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen den Bach runtergegangen, nämlich diese Antwort war nicht richtig. Und hier die klinischen Eigenschaften sind hier alle gelistet. Derjenige, der dieses dann diskutiert, deutet darauf hin, dass wenn die Leute keinen Klonus haben, dann haben sie wahrscheinlich kein Serotonin-Syndrom. Aber nach Klonus war nicht getestet oder nicht so, dass, wie ich im Protokoll rausfinden konnte. Dann stellt sich raus, dass diese Leute einen TSH-Wert hat, der unter dem Grenzbereich ist. Also der war so unterdrückt, das war unmöglich. Und dann hat man sogar genug
gesucht, gefahndet nach dem lang wirkenden Thyroidstimulator. Früher wurde das LATS genannt, jetzt heißt das Thyroid-stimulierendes Immunoglobulin. Und das löst natürlich den Basedow aus. Dafür war sie auch positiv. Und dann ist das grafisch dargestellt in dieser schönen Grafik. Und letztendlich hat sie wohl doch ihren Hals untersuchen lassen. Und wenn man so einen Doppler hat, dann bin ich 100% felsenfest überzeugt, dass jedes Stethoskop diesen Basedow hätte identifizieren können. Der ist hier gezeigt. Strömungsgeräusche über die Schilddrüse sind bei Basedow eigentlich die Regel. Und wenn man so einen hat, dann hätte man dies bestimmt auch bei der körperlichen Untersuchung identifizieren können. Bitte. Ja, hätte man einfach das Ohr reinstecken können. Jetzt, diese arme Frau hat auch viel Jod gekriegt. Da sie Morbus Basedow im aktiven Stadion hatte, hat das ihr wahrscheinlich geholfen. Nämlich einen akuten Jodschub, nennt man das Wolff-Tschaikow-Effekt. Dann wird dann weniger Schilddrüsenhormon ausgeschüttet und die Drüse wird tatsächlich ein bisschen härter und lässt sich besser operieren. Im Gegensatz dazu, wenn man jetzt einen Knotenstruma hat und dann einen Jodschub kriegt, wird der manchmal aktiviert und das nennt man Jodbasedow. Also interessierte Geschichte. Jetzt dieses Serotonin-Syndrom ist ziemlich häufig und die Australier, die haben da klinische Pharmakologen, haben sich damit beschäftigt und die sind die Hutter-Kriterien, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. Und der Herr Sternbach hat sich damit beschäftigt und hier sind klinische Kriterien. Ob diese Frau Myoklonus hatte oder nicht, wurde uns nicht berichtet, aber alles andere, was hier gezeigt wird, soll sie gehabt haben. Diese ganze Palette an Pharmaka kann dies auslösen und hier sind die Symptome dazu. Und die Herzkriterien, da geht es um Klonus. Überwiegend kann man Klonus induzieren, okularen Klonus, dann muss man die Augen ein bisschen in die Augen schauen. Hyperreflexie und also diese Sachen helfen, um dieses Syndrom zu diagnostizieren. Die Patientin von letzter Woche mit dieser Luft in der Milz hatte tatsächlich einen Ulkus, der wird uns leider nicht gezeigt. Die wurde operiert und ist dann besser geworden. Jetzt sind wir beim Lancet und das erste Thema ist schwarzer Hautkrebs. Und wenn dieser operiert werden kann, dann müssen die Chirurgen sich entscheiden, wie groß soll der Rand sein, so dass die Patienten am ehesten geschützt sind. Und da sind Kriterien dazu, wie die Diagnose festgestellt wird. Die haben leider keine Tumoren gezeigt, aber ich könnte mir vorstellen, die sahen vielleicht so aus. Dann wie groß soll der Rand sein? Nämlich man möchte mit der höchsten Sicherheit diese Dinger entfernen. Und in dieser randomisierten, kontrollierten Studie hat man einen 2 cm Rand mit einem 4 cm Rand verglichen bei Melanome, die etwas dicker waren als 2 mm. Also das sind oberflächliche Tumoren und dann es geht um Randdicke und in allen Richtungen. Also die Patienten hier sind randomisiert worden zu 2 cm Rand oder 4 cm Rand. Wie das gemacht worden ist, habe ich hier auch dargestellt, wie das chirurgisch dann angegangen worden ist und wie die Nachbeobachtung war über Jahre, 20 Jahre. Und 2 und 4 Zentimeter führen zum gleichen Ergebnis. Und nicht schlecht hier, nach 20 Jahren sind mehr als die Hälfte noch da, aber wir kennen alle Patienten mit dem schwarzen Hautkrebs, wo es eigentlich ziemlich oberflächlich aussah, die nach 20 Jahren doch irgendwie Metastasen entwickeln. Das gibt's auch. Also das dazu. Das nächste Thema sind diese Riesenzelltumoren. Tendosynovialer Riesenzelltumor. Kann man jetzt mit Bildgebung gut identifizieren. Die werden chirurgisch entfernt. Hier sehen wir die Riesenzellen. Die werden auch bestrahlt. Und
Es gab keine Chemotherapie für diese Patienten, aber man könnte sich etwas einfallen lassen, da diese Tumoren eine Rezeptor-Tyrosinkinase exprimieren für makrophagen koloniestimulierenden Faktor und der signalisiert über MAPK-Signaltransduktionswege, die zu weiteren Proliferierungen führen. Und die können wir jetzt hemmen mit Pexidartinib. Und Pexidartinib interferiert, hemmt CSF1, sodass man dann vielleicht diese Tumoren, die CSF1 überexprimieren, vielleicht bremsen könnte. Hier ist eine randomisierte, kontrollierte Studie und die Patienten haben entweder Placebo gekriegt oder dieses. Und dann hat man sie weiter beobachtet, mindestens für ein halbes Jahr. Und hier ist die Placebo-Gruppe und hier hat sich nichts gemacht. Manche wurden besser und manche wurden schlechter. Die wurden besser, die schlechter. Aber die Leute, die diesen Peroxidartinib gekriegt haben, die haben ein ganzes Stück davon profitiert. Dieser eine nicht, aber alle anderen ja. Und Tumorvolumen ist auch abgestürzt. Und manche Patienten haben das mitgekriegt und wollten dann in der Peroxidartinib-Gruppe bitteschön sein. Die sind auch besser geworden. Und das sieht ziemlich erfreulich aus. Und Tumorantwort komplett, auch manche, stabil geblieben, viele, weitere Progression wenige und wir dann diese Leute können sich dann auch besser bewegen und sie haben eine verbesserte physikalische Funktion und sie sind weniger steif, ist ja auch gut und es scheint, als könnte diese Therapie diesen Patienten eigentlich beträchtlich helfen. Dann das nächste Thema. Es geht um Dickhoff. Also wissen wir schon einfach von dem Namen her. Erstens, das sind Deutsche und sie beschäftigen sich mit Mutationen an Taufliegen. Nämlich die Taufliegen-Genetiker sind eigentlich ziemlich geistvolle, witzige Menschen und die geben diesen Genen immer tolle Namen. Und es geht um Dickhoff und das ist Fathead. Dickhoff ist, und die Dickhoff-Proteine sind bei Taufliegen bekannt, die haben mit Entwicklung zu tun. Taufliegen haben natürlich keine Knochen, aber bei Wirbeltiere hat Dickhoff auch mit Knochenentwicklung zu tun. Und Dickhoff interferiert mit Wnt-Beta-Catenin-Signaltransduktionswege. Wnt ist auch an Drosophila beschrieben worden, nicht von Deutschen, darum heißt es auch Wingless. Und Wingless im Säugetier wird Wnt genannt. Und das ist eine ganz wichtige Signaltransduktionskette. Jetzt stellt sich heraus, dass Dickhoff-3 wird in Tubuluszellen exprimiert. Und hier scheint es eine durch Stress induzierte Proteinangelegenheit zu gehen. Und Dickhoff-3 hat zu tun mit Fibrose und die Fibrose wird induziert durch Einfluss auf Wnt-Beta-Catenin-Signale. Lange Geschichte, kurzer Sinn, aber merken Sie sich, Dickhoff-3, Nieren exprimiert, hat irgendwas zu tun mit Nierenfibrose, wollen wir nicht. Und was in dieser Studie gemacht worden ist, ist, man hat geguckt, was könnte Dickhoff-3 als ein Biomarker dienen für das akute Nierenversagen? Ja, Biomarker für akutes Nierenversagen, die haben wir schon mehrere. Aber die Biomarker, die wir haben, die erscheinen alle erst nachdem die Schädigung stattgefunden hat. Und wir hätten gerne einen Marker, der schon vorher da ist und uns sagt, welche Patienten jetzt akutes Nierenversagen entwickeln können. Und das ist gemacht worden. In dieser Studie hat man Dickhoff-3 im Urin, Anwesenheit von Kreatinin, gemessen. Und dann wurden diese Leute dann
am Herzen operiert. Die haben dann ein akutes Risikoversagensrisiko. Manche haben das gekriegt, andere nicht. Dann hat man geguckt, was ist GFR bei der Entlassung und was ist GFR nach ein paar Jahre später. Also langfristige Nachversorgung und Untersuchung. Und was man herausgefunden hat, ist diejenigen, die einen Dickhoff-3-Spiegel im Urin größer als 471 Picogramm pro Milligramm Kreatinin hatten, das war vor der Operation, das war hier bei der ersten Sammlung, die haben viel mehr akutes Nierenversagen gekriegt und später hatten sie chronisches Nierenversagen im Vergleich zu denjenigen, die nicht Dickhoff-3 exprimierten. Das würde die Idee nahelegen, dass vielleicht Dickhoff-3 ein Kennzeichen wäre, um die Leute zu identifizieren vor der Operation, ob sie vielleicht ein akutes Nierenversagen bekommen würden. Nämlich, man würde vielleicht gerne vorher irgendwelche Vorbeugungsmaßnahmen ergreifen, anstatt zu warten, nachdem das Desaster schon geschehen ist. Und hier sehen wir geplottet, das kann man leider nicht so eindeutig sehen, aber hier sehen wir Dickhoff-3-Spiegel im Urin im Vergleich zu Risiko von akuten Nierenversagen. Und umso höher das ist, umso wahrscheinlicher. Und dies ist eine Rockkurve und perfekte Sensitivität von 100%, würden wir einen rechten Winkel hier erwarten. War kein rechter Winkel, aber es war schon viel besser als Würfeln. Und dann, wenn wir die Patienten unterteilen in große Verluste, stabil geblieben oder moderat, sehen wir auch diese Unterteilung, was die Dickhoff-3-Spiegel im Urin anbelangt. Jetzt, wenn man so einen Marker hat, ist die nächste Herausforderung, das zu beweisen an einer zusätzlichen Kohorte. Und diese Studie ist in Homburg-Saar durchgeführt worden. So haben die rumtelefoniert in Deutschland, wer wird denn noch hier am Herzen operiert? Und gucken sich andere Leute auch den Verlauf an. Da haben sie Leute dann in Düsseldorf gefunden und die machten etwas Ähnliches. Das heißt, die haben Leute beobachtet, was Nierenfunktionen anbelangt. Die haben zusätzliche Interventionen durchgeführt, die Reperfusion, Ischämie, Präkonditionierung. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, was das ist. Das haben wir schon vorher hier diskutiert. Lass das Sie nicht irritieren. Aber was wir hier sehen, ist in dieser zweiten Kohorte, auch diejenigen, die erhöhten Dickhoff-3 im Urin hatten, die hatten ein statistisch hochsignifikantes höheres Risiko, akutes Nierenversagen zu kriegen. Und die hatten dann auch schlechte Nierenfunktionen nach der Beobachtungszeit. Und das persistierte dann da auch durch den ganzen Verlauf, der hier untersucht worden ist, mit einem relativen Risiko 13,5-fach erhöht. Das ist hochstatistisch signifikant. Und in dieser weiteren Auswertung sah es sogar ein bisschen so aus, als diejenigen, die diese Präkonditionierung unterzogen worden ist, die sind ein bisschen besser gefahren. Aber nichtsdestotrotz, die Wiederholungskohorte schien die initiale Hypothese zu unterstützen. Also dies wäre meines Wissens der erste prospektive Biomarker, den man anwenden könnte, um Leute vorneweg zu finden, die ein höheres Risiko haben, akutes Nierenversagen zu entwickeln. Nächstes Paper. Hilft es wirklich gegen Papillomavirus zu impfen? So hat man 60 Millionen Leute hier angeguckt. Und die Antwort lautet, ja, in der Tat. Und umso... 60 Millionen. Es ist wirklich 60 Millionen, werde ich Ihnen gleich zeigen. Und umso jünger sie geimpft werden, umso jünger das Alter, das geimpft werden, umso mehr scheint es zu helfen. Es ist ja auch ziemlich logisch. Und so, wenn man die Jungs impft, wir wollen ja nicht nur
Zervixkarzinom reduzieren. Wir wollen auch diese schrecklichen Genitalwarzen und Tonsillenkarzinom und dieses Nasopharyngealkarzinom-Syndrom, das die armen Leute im Fernost kriegen, das wollen wir ja auch alles vorbeugen. Und Vorläufer von diesen Zuständen sind natürlich diese schrecklichen Genitalwarzen. Und umso früher man geimpft wird, umso mehr werden die gesenkt. Und das ist bei Jungs und Mädchen ebenfalls der Fall. Und es ist außer Zweifel, gerade im jungen Alter sollte man Flecken decken. Und Länder, wo die Leute Fleckendeckend geimpft werden. Okay, müssen wir zu Hause üben. Tut mir furchtbar leid. Okay, mir peinlich. Also es ging wirklich hier um 60 Millionen Leute und eine Beobachtungszeit von 8 Jahren. Also das ist wichtig. Dann die Übersichtsartikel in Lancet. Sie werden sich freuen. Ich habe mich auch gefreut. Nämlich Gott sei Dank haben sie diesen Kram nicht Präzisionsmedizin genannt, was mich die Wand hochtreibt. Gegen genomische Untersuchungen habe ich nichts einzuwenden, obwohl ich viele für sinnlos halte. Und die haben wir hier schon häufig diskutiert. Und wir wissen jetzt, was SNPs sind und was Deletionen, Insertionen und Indels sind und Gesamtexom-Sequenzierung im Vergleich zur gesamtallgemeinen Sequenzierung und was es so alles gibt, haben wir schon alles diskutiert. Und bei Krankheiten mit einem Mendelschen Erbgang, natürlich wollen wir die genaue CFTR-Diagnose wissen, was mit denen los ist. Und dass es Kardiomyopathie-Panels gibt, das wissen wir auch. Wird hier auch am ECRC auch durchgeführt und spricht nichts dagegen. Wir wollen eine genaue Diagnose feststellen. Bei der Pharmakogenomik bin ich mich nicht ganz so sicher, obwohl wir haben halt 50 CYP-Enzyme, die sind alle bekannt und die haben eine genetische Variation und die haben wir schon angeguckt. Aber in den prospektiven, randomisierten Studien zum Beispiel, wenn man nach einer CYP-Mutation, die einen Einfluss hat auf Warfarin oder Fenprokumon-Verstoffwechslung, haben die Gentester konnten die Allgemeinkliniker nicht schlagen. Das dazu. Aber immerhin, wenn das unbedingt gemacht werden muss, dann muss es halt gemacht werden. Dann, um nicht diagnostizierte medizinische Zustände zu erfassen, da habe ich auch nichts dagegen. Und dann ist es sinnvoll, eine Familienanamnese zu erheben und andere Familienmitglieder, die nicht betroffen sind, auch einzubeziehen, sodass man dann tatsächlich Genetik und nicht nur Genomik durchführen kann. Und dass das funktioniert, wissen wir schon und das ist alles hier dargestellt. Dagegen habe ich eigentlich wenig einzuwenden. Dann, dieser Patient hat mich auch beschäftigt. Dyspnoe, Trommelschlägelfinger, Zirrhose und Bläschen auf beiden Seiten des Herzens. Hier kommt dieser Mensch rein mit diesen Fingern, hat Leberzirrhose. Misst man sein PO2 und sobald das der sich aufsetzt, fällt der PO2 43 mm Hg. Das heißt, der Nebenschluss ist ausgeprägt im Sitzen. Das nennt man Orthodeoxie. Dann, was sie gemacht haben, ist, die haben eine Spritze von Kochsalz genommen, das geschüttelt, sodass Bläschen sich bilden, Fums, intravenös verordnet. Und was wir hier sind die Bläschen, hier sind sie im rechten Ventrikel, da sind sie in der Pulmonalarterie. Und die sollten alle aufgefangen werden in einem vernünftigen Gefäßbett in der Lunge. Aber wir sehen die Bläschen auch im linken Ventrikel und im linken Vorhof. Das deutet darauf hin, dass es hier einen Nebenschluss gibt. Schand. Und der Schand findet statt, wenn die Leute sitzen und weniger Schand, wenn sie liegen. Orthodeoxie. Und da kann man die alveoläre Gasformel hier anwenden und den Gradienten hier angucken im Sitzen und Liegen. Macht enorm viel Spaß, haben wir in der Klinik auch gemacht. Wir hatten diese sehr nette Patienten, die hatte Rendu-Osler-Weber-Syndrom, hereditäre Telangiektasien. Und die finden auch in dem Lungengefäßbett statt, nicht nur an der Zunge und an den Lippen. Und wenn die aufsaß, war sie blauer, als wenn sie sich hinlegen würde. So haben wir sie meistens hingelegt. Dann haben wir auch Leute mit Leberzirrhose gehabt. Und
da die viele von denen anämisch sind, sind sie dann auch nicht blau. Man muss ja ein HB haben, mindestens von 8 oder so, um ordentlich blau zu werden. Und wenn man bei denen PO2 misst, ist es manchmal erstaunlich, wie hypoxämisch sie sind. Also darüber wollte ich Ihnen auch berichten. Nächste Woche kann ich am Mittwoch nicht. Ich werde es versuchen, am Dienstag zu veranstalten, wenn Sie damit einverstanden wären. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Flächendeckend. Flächendeckend. Tschüss. Kannst du das auch mit dem Brautkleid? Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ihr seid zu viele Krauts.